Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf dem Kanal CEO Tactical. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier sind wir bei der zweiten Folge vom Gameplay in Wetzlar am 5.3. Und hiermit geht's auf jeden Fall schon los. Das ist jetzt der Spielmodus Bombe entschärfen. Es wird hier diese Straße bespielt. Und momentan steht die Bombe auf Rot. Unser Team ist Team Blau, auch wenn wir hier Team Farblos sind, aber wir mussten die Bombe auf Blau stellen. Und ja, das ist unsere Mission. Jetzt geht's los. Da sehe ich schon einen Gegner. Der ist weg. Hinten ist ein Scharfschütze. Aber er ist sehr weit weg. Ist schwierig zu treffen. Seine Kugeln landen auf jeden Fall schon bei mir in der Nähe. Hat auf jeden Fall die Reichweite, um mich zu erwischen. Aber auf die Entfernung haben unsere Gewehre nicht mehr so die Präzision. Da ist er ausgewichen. Ich nutze jetzt die Zeit, wo er in Deckung ist, wo er nicht sehen kann, wo ich bin. Und versuche, den da rauszuholen. Da vorne ist einer hinter der Deckung. Aber um den kümmere ich mich noch später auf jeden Fall. So, den haben wir erwischt da hinten. Mal da seitlich kurz abgesichert. Ja, also die Feinde sind auf jeden Fall ordentlich hier am Rüberschießen. Wir stehen deutlich unter Beschuss. Jetzt ist meine Munition leer. Nachgeladen und weiter geht's. Und erwischt.
So, dann jetzt nur noch den nächsten und den Rest der Bande. Da hinten einer in der Ecke. Zeigt nur sehr wenig Oberfläche. Sehr schwierig, den zu treffen. Meine Teammates hier ordentlich am Rüberschießen, ist auch eine gute Ablenkung für mich. Weil ich bin relativ unauffällig. Die Bombe wurde von meinem Team auf Blau gestellt. Jetzt müssen wir sie beschützen. Jetzt, und die Alter. Gegner. Wollen auf jeden Fall vorrücken und die Bombe wieder auf Rot stellen. Aber das dürfen wir nicht zulassen. Wir halten hier die Stellung. Meine Teammates sind an meiner Seite. Und ich stehe unter Beschuss. Der ist schwierig zu treffen. Zwischen der Astgabel. Das ist ein erbitterter Kampf. Ich muss meine Position ein bisschen wechseln. Jetzt habe ich ihn. Es werden die ganze Zeit Leute getroffen. Es rennen immer wieder neue nach vorne. Und Druck schießen. Wir machen weiter Druck auf die Gegner. Wir dürfen sie nicht die Bombe wieder auf Rot stellen lassen. Ich versuche weiter vorzurücken. Hier vorne sind schon alle Gegner eliminiert. Da ist noch einer. Ich habe ihn getroffen, nur die Mütze hat rausgeschaut. Meine Kameraden rücken weiter vor. Und wir halten die Stellung. Ja, ich war an dem Spieltag
krank. Deswegen der Husten. Aber egal, wenn die Pflicht ruft. Er bleibt hinter der Deckung. Wieder hat's einen Teammate erwischt. Da ist ein Gegner. Ich hab ihn erwischt. Und er hat mich auch erwischt. Egal, respawn. Diesmal komme ich vom Hügel. Von der anderen Seite. Mal sehen, wie es läuft. Die Bombe ist immer noch auf Blau. Und wir müssen sie immer noch verteidigen. Mit allen Mitteln. Die Gegner versuchen vorzurücken und wollen die Bombe wieder auf Rot stellen. Den habe ich erwischt. Netter Versuch. Zwei Gegner versuchen vorzurücken. Einer ist weg. Und der andere hat es hinter die Deckung geschafft. Ah, meine Teammates haben sich um ihn gekümmert. Er konnte die Bombe nicht auf Rot stellen. Ich stehe unter Beschuss. Den habe ich nicht erwischt. Fliegen kurz und quer Kugeln und jetzt wurde ich getroffen. Ja Leute, ich hoffe euch hat das Gameplay gefallen. Wenn ihr weiter solchen Content euch anschauen möchtet und euch für solche Sachen interessiert, wie zum Beispiel Software oder Autoaktivitäten oder auch einfach nur für Waffen, dann abonniert gerne den Kanal. Derartiger Content wird hier weiter veröffentlicht werden. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, euer CEO Tactical.